Ich begrüße euch zu einem neuen Video, gut gelaunt in die Zukunft. Ja, worum geht's heute? Mein Titel: Hilfe, meine drei Ehefrauen haben mich verlassen. Ja, also mich haben ja nicht nur die drei Ehefrauen verlassen, mich hat auch meine Ex-Freundin oder Freundin damals mit den zwei Kindern verlassen. Ja, da könnte man ja davon ausgehen, dass die Schuld komplett bei mir liegt, wenn alle Frauen mich verlassen. Ja, so einfach ist das natürlich nicht. Ich werde ja immer so ein bisschen als Frauenhasser dargestellt, was überhaupt nicht stimmt. Also erstens, ich liebe gut aussehende junge Frauen. Jetzt kommt's aber. Jung reicht nicht aus. Es gibt ja junge und hässliche Frauen, die mag ich ja nicht. Dann gibt es ältere Frauen, die mag ich auch nicht. Und dann gibt es so richtig alte Frauen, die mag ich auch nicht. Also Frauen wollen uns ja immer einreden, ein Mann, der keine Frau hat, der stirbt ganz alleine und einsam. Der hat da niemanden. Völliger Blödsinn. Ich meine, die Altersheime oder Pflegeheime, die sind ja voll mit den Ehemännern, die Windeln brauchen und nicht mal selbst latschen können. Und die Ehefrau, die verlustiert sich mit anderen im Eigenheim, was der Alte bezahlt hat. Also ist natürlich klar, dass eine Ehefrau nicht den Ehemann pflegt. Das verstehe sogar ich. Also ich würde ja meine Ehefrau, ich sag mal, auch nicht pflegen. Das übersteigt wahrscheinlich, ich sag mal, die Fähigkeiten, die man dafür braucht, gerade wenn noch Krankheiten da sind. Also die Ehemänner werden abgeschoben und was die Frauen sagen, ist einfach ein Mythos. Die Frauen sagen das ja deshalb, damit sich ein Mann für sie interessiert. Woran liegt das? Naja, Frauen ab Anfang 40, Mitte 40, die liegen wie Bleistücke im Regal, die will keiner haben. Frauen auf über 50 ist das Thema komplett vorbei. Frauen über 60 können es gleich vergessen. Also, wenn eine Frau bis 40 es nicht geschafft hat, irgendwie anzudocken irgendwo, ist es mit über 40 quasi aussichtslos, weil, sind wir mal ehrlich, Männer über 40, die wollen keine Gleichaltrige, die wollen keine Ältere, die wollen eine junge, attraktive Frau. Wie gesagt, jung reicht nicht aus, attraktiv muss sie obendrein auch noch sein. Jetzt sagt ihr euch, Mensch, da fehlt ja die Rubrik Bildung. Ja, die fehlt wirklich. Ich meine, sind wir mal ehrlich, natürlich sind die Frauen heute anders aufgestellt und die Bildung ist bei den Frauen tatsächlich besser geworden, aber eben nicht überragend. Das ist einfach so. Also wenn eine Frau einen Master hat, dann mehr in diesem sozialen Bereich, also was kein Mensch braucht, ja. Und Frauen mit einem Master in technischen Bereichen, Königsklasse, Elektrotechnik zum Beispiel, die gibt es praktisch nicht. Natürlich sagen die Frauen immer, hier, schaut her, die Frau, die hat sogar einen Doktortitel in Elektrotechnik, Mathematik, was weiß ich, sie ist der Superstar. Ja, ja, eine Frau, die ein Superstar ist, die wird es ja immer geben. Aber wir reden ja von der Mehrheit. Und bei der Mehrheit ist es eben nicht so. Ich will das gar nicht verurteilen. Ich meine, ich will beim Bäcker bedient werden, beim Metzger, im Restaurant will ich vom Mann bedient werden. Keinesfalls von einer Frau, weil ein Mann hat es ganz einfach servicetechnisch besser drauf, einen zu bedienen. Ja, wenn ich ein Steak bestelle, dann ist ungefragt auch die Pfeffermühle auf dem Tisch. Das ist so. Das mal so ein bisschen zum Lockerwerden, ja. Woran hat es denn gelegen, dass meine relevanten Ehefrauen mich verlassen haben? Ich weiß es nicht, weil es mir auch scheißegal ist. Ich meine, ich frage ja nicht nach, du, warum hast du mich jetzt verlassen? Ich will das analysieren, um ein besserer Mensch zu werden, auf gar keinen Fall. Aber das Wesen der Frau ist interessant. Also ich will mal so ein paar schöne Beispiele nennen, danach lächzt ihr ja, was immer so bei Gericht passiert. Ja, meine Ex-Freundin mit den zwei Kindern, die hat mich ja auf Unterhalt verklagt. In Köln,
Ja, ich bin mit Anwalt aufgetreten, zumindest die ersten zwei Mal und dann gar nicht mehr, dann war ich alleine da. Und naja, gut, wenn eine Freundin da sitzt, die zwei Kinder hat und eine Frauenhausanwältin, hast du verloren. Also musst ja gar nichts sagen. Ich bin bei solchen Geschichten der passive Typ. Also ich kann sehr, sehr viel ertragen. Ich streite mich nicht rum. Die Strategie bei mir ist, wenn du das Maul hältst, reden sich die anderen um Kopf und Kragen. Das ist in den meisten Fällen so. Aber auch das bringt nichts. Du verlierst sowieso. Das ist einfach so. Das Familienrecht ist eben frauenlastig. Finde ich okay. Habe ich ja kein Problem damit. Ich richte mich danach. Ja? Und wünsche den Frauen immer viel Glück und viel Erfolg und alles Beste für die Zukunft. Und das Schönste ist, ich höre von diesem Dreck gar nichts mehr. Also, wir saßen vor Gericht. Und Masche ist ja immer, den Mann durch den Kakao zu ziehen. Das ist einfach so. Prost. Das Spannende ist, das können die Frauen ja ungeniert tun, weil es ja nicht öffentlich ist. Ich meine, wenn Familiengerichte eine öffentliche Veranstaltung wären, Leute, bessere Comedy gibt es nicht, das müsst ihr gesehen haben. Ja, leider können es nur die miterleben, die betroffen sind. Und Zuschauer sind halt untersagt, um die Frauen natürlich zu schützen, obwohl der Mann durch den Kakao gezogen wird. Ja, naja, meine Ex hat gesagt, um sich so ein bisschen locker zu reden, ja, dass er in den Urlaub gezwungen worden ist. Das ist ja der Klassiker. Naja, und dann hat sie gesagt, dass ich zu lange arbeiten gehe, bla bla bla, dass ich mich nicht um sie gekümmert habe, sie bekam keine Ansprache, das sei keine gute Beziehung gewesen und bla bla bla. Und jetzt kommt der Punkt. Es ging zwar um Unterhalt, aber irgendwie wurde auch der Umgang thematisiert. Ja, ich sei gefährlich. Die Richterin ganz so. Ja, warum? Ja, der Herr Bräunig hat mal in einer Kneipe mal jemanden zusammengebracht. Herr Bräunig, stimmt das? Ja, stimmt. Der wurde frech und dann habe ich eine gelangt und gut war. Aber das war ein einziges Mal. Ansonsten habe ich mich nur als Kind geprügelt. Das ist klar, ne? Das macht ja Kinder normal, dass die sich schon mal raufen. Aber ansonsten keine Prügelei. Ich bin ein absolut friedfertiger Mensch. Aber, habe ich gesagt, Frau Richterin, ich weiß ja, warum das thematisiert wird. Ich kann Ihnen eins versprechen. Die Kinder kann sie behalten. Ich will sie in der Tat nicht sehen. Alle guckten mich an. Ich sage, wirklich? Schatzi, du kannst die Kinder behalten. Es interessiert mich nicht. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, aber ich wünsche auch keinen Kontakt, keinen Anruf, gar nichts. Alle guckten mich an, Thema erschlagen. Hintergrund dieser Geschichte ist ja, dass du ja letztlich auch nur ein Besuchsonkel bist. Also alle 14 Tage kannst du die Kinder mal sehen, ja, was weiß ich hier von Freitag bis Sonntag. Und wenn du gewalttätig bist, dann nur unter Aufsicht, ja, mit so einem Betreuer oder vom Jugendamt, also es ist ja auch erniedrigend, ja. Also kann man die Chose gleich sein lassen. Dein Einfluss auf die Kinder liegt bei null. Du bist nur derjenige, der irgendwie einen Eisbecher ausgibt oder was weiß ich, bei McDonald's oder mal ins Zoo gehen darf. Ansonsten kannst du dich verpissen, so einfach ist das. Also das Spiel habe ich ja erkannt, also gleich den Schlussstrich ziehen, weg damit. Ja, das nächste war der Unterhalt. Ja, ich verdiene zu viel Geld und sie ja nun gar nichts und sie müsste ja Stütze beantragen und bla bla bla. Ja, und der faire Vorschlag ist ja, wenn sie die Hälfte von meinem Lohn bekommt. Naja, Hälfte von meinem Lohn. Habe ich gesagt, klar, warum nicht? Sagt die Richterin, naja, bräuchte ich das aber doch ein bisschen viel. Da sage ich, nee. Wenn es der Mutti gut geht, geht es auch den Kindern gut. Ich habe damit kein Problem. Können Sie ruhig ausurteilen, kein Problem. Warum habe ich das so
ganz locker flockig gesagt, wenn ich mein Ticket nach Thailand schon in der Hosentasche hatte, ja, ich wusste schon genau, am 3. Mai 2006 geht's ab nach Thailand. Da war ich mal 4 Jahre lang weg. Da gab's gar nichts von mir. Null. Das war geil. Und das ist auch wichtig. Also die erste Erfahrung, wer die Eier zumindest hat, man muss Stärke zeigen. Vor Gericht ganz cool sein. Du kriegst du alles. Und dann haust du eben halt ab und bist weg. Und alle gucken dumm in die Röhre. Gut, nach 4 Jahren bin ich wieder aufgeschlagen. Ist halt so, ja, Wirtschaftslage in Thailand war nicht berauschend, Militärputsch und so weiter. Da gab es einige Probleme. Da dachte ich mir, na komm, gehst du zurück. Aber ich bin nach Österreich gegangen. Und ich Trottel habe zum 3. Mal geheiratet. Auf die 2. und 1. Ehefrau komme ich noch. Naja, meine 3. Ehefrau dachte sich auch so, übrigens war eine Philippiner, ne, keine Thai. Dachte auch so, naja, jetzt bin ich ja in Europa und jetzt kann ich ja den alten Sack abservieren, kein Problem, und noch schön Kohle kassieren, ja. Und da ist auch, hat sie Scheidung eingereicht und ist vor Gericht gezogen, im Bregenz, Bezirksgericht Bregenz. Das war das Beste, was ich jemals erlebt habe. Also wenn ich nicht dabei gewesen wäre, ihr würdet es nicht glauben. Also ich sag mal so, diese Highlights, ja, meine Ex sagte, ja, mein Ehemann, der hat ein Geheimkonto und da sind über 100.000 Euro drauf und da steht ja die Hälfte zu. Die Richterin, Herr Bräunig, haben Sie ein Geheimkonto? Nein. Herr Bräunig, Sie müssen hier die Wahrheit sagen. Da habe ich gelacht, ich sage, Frau Richterin, nein, das muss ich nicht. Ich bin der Beklagte. Ich darf immer lügen. Zweitens, selbst wenn ich der Kläger wäre, dürfte ich lügen. Interessiert kein Menschen. Aber eins kann ich Ihnen versprechen. Wenn Sie das Geheimkonto finden, wir teilen 50-50. Versprochen. Sie bekamen einen roten Kopf und das Thema war erledigt. Ja. Wie ging es dann weiter? Natürlich, um maximalen Unterhalt zu kassieren, geht es ja darum, den Typen durch den Dreck zu ziehen. Ja, sie wurde als Sexsklavin gehalten. Dachte ich mir, hey, was bist du denn für ein Hengst als Sexsklavin? Bin ich jetzt ein Sexsüchtiger, der dreimal am Tag die alte Mutti bedient oder wie sieht's aus? Naja, die Richterin, die fragte doch, ja, wie hat sich das denn gezeigt? Da hat sie, also wirklich, ich war dabei, Originalton. Ja, immer wenn ich meinen Mann einblasen musste, zog er mir an den Ohren. Und wenn er bei mir in den Mund gekommen ist, hat er über meinen Kopf gestreichelt und hat gesagt, danke mein Schatz. Ich saß da, dachte mir, oh, das klingt ja wohl geil, super. Die Richterin war irgendwie, ja, hatte mir einen leicht stressigen Eindruck gemacht, dass das so tief abgrund ging. Die wird sich gedacht haben, scheiße, was ist das für ein Bodensatz hier eigentlich? Geil. Sie fragte mich, Herr Bräunig, stimmt das? Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich fand meine Ehe okay. Und wenn meine Frau das nicht okay fand, ist ja ihr gutes Recht. Also ich sag dazu eigentlich nichts. Wissen Sie, ich weiß ja, dass ich als Mann verlieren werde. Deswegen habe ich auch keinen Anwalt. Deswegen kann meine Ehefrau alles sagen und behaupten, was sie will. Welcher Trag, das ist mir egal. Ja, meine Ehefrau hat dann noch gesagt, dass sie also wie eine Gefangene gehalten worden ist. Sexsklavinnen werden ja als Gefangene gehalten. Herr Bräunig, stimmt das? Durfte Ihre Frau nicht rausgehen? Da sage ich, naja, fragen Sie auch bitte meine Frau mal, ob sie einen Wohnungsschlüssel hatte und wann ich in der Regel so abends nach Hause kam. Hat sie gefragt, ja, da kam man mal sehr spät nach Hause, erst um 9, um 10 und ich musste alles alleine machen, ich musste ja alleine einkaufen gehen. Oh, Frau Richterin, sie konnte einkaufen gehen, also ist das mit dem Knast bei mir vielleicht nicht ganz so,
Da hat sie ja eigentlich Gelegenheit gehabt, die Polizei zu rufen, oder? Das muss man ganz locker machen, ja. Muss man ganz, ganz locker machen, ja. Natürlich war auch das Thema Urlaub interessant. Sie wurde auch in den Urlaub gezwungen, das war ja klar. Ja, fragt die Richterin, wohin denn? Na, ich musste immer in die USA fliegen. Ja, und warum? Ja, da wohnt meine Mutter. Die dumme Nuss, also nicht zu fassen. Ja, also das ging so in einer Tour. So, ihr Anwalt, so ein studierter Jurist, so ein Doktor Mannhardt, ja, ganz schlauer auch, ne? Da ging es ja um Unterhalt. Es geht ja eigentlich nur um Unterhalt. Den Mann durch den Dreck zu ziehen, das ist ja nur mit dem Ziel für Unterhalt, ja. Wer es besonders schlecht ist, haben die Frauen das Gefühl, dass sie da besonders viel Unterhalt bekommen, ja. Und ich sage immer, egal wie die Alte aussieht, ob hässlich oder hübsch, selbst die hässlichen Frauen haben ja Anspruch auf Unterhalt. Naja, am Rande. Jedenfalls hatte ich ja vor, meine Lohnabrechnung eingereicht, sollte ich ja tun. Und da stand drauf, 830 Euro netto, weil ich in Teilzeit arbeite. Wurde ich gefragt, ja, wieso ich in Teilzeit arbeite, sage ich, ja, ich habe ja schon zwei Ehen verschlissen, Ex-Freundin mit zwei Kindern weg, ich bin da halt psychisch nicht mehr ganz so auf der Höhe und da muss man auch mal einen Gang runterschrauben, ja, bevor ich erkranke. Gesundheit geht ja vor. Also, da muss man auch erstmal so ein bisschen so halbwegs ernst rüberbringen, aber ich habe immer so ein dummes Grinsen dabei und dann mache ich damit die Glaubwürdigkeit ja auch kaputt. Aber ist ja sowieso scheißegal, ich zahle ja eh nichts. Jedenfalls hat dann der Anwalt gesagt, ja, also der Herr Bronny mit seiner Qualifikation, der würde locker 6.000 Euro netto verdienen, überhaupt kein Problem für ihn. Aber da wir ja großzügig sind, setzen wir mal 4.000 netto ein für die Unterhaltsberechnung und für seine Honorarberechnung. Habe ich zur Richterin gesagt, wissen Sie, ist bei mir Jacke wie Hose. Sie werden zwei Dinge feststellen. A, ich zahle keinen Unterhalt. B, ich zahle weder Anwalts- noch Gerichtskosten. Herr Brönig, sagt die Richterin, wenn Sie nicht bezahlen, dann lasse ich Sie pfänden. Na, meine ich so, ja, Sie dürfen mich sowieso nicht pfänden. Pfänden dürfte mich, wenn meine noch Ehefrau, aber sie ja wohl nicht, soweit ich das weiß. Da hat die wieder eine rote Birne bekommen, ja. Also, die war richtig stinkig. Jedenfalls wurde die ganze Sache vertagt und es kam eine neue Richterin. Und die war aber schon gebrieft, dass mir das relativ egal ist, dass ich daraus eine lustige Veranstaltung mache, ja. Das war ganz witzig. Und meine Ex und ihr Doktor, die haben da eine neue Waffe gezogen. Und zwar die Dokumentation von RTL, die ich da gemacht habe. Die musste sich die Richterin antun. Ja, muss er halt, ne? Wenn die Klägerin Beweise vorlegt, was ich für ein schlimmer Finger bin. Ja, und das hat sie sich angeschaut. Naja, sie hat keine Miene verzogen, schade eigentlich. Übrigens eine hübsche Richterin, hat mir sehr gut gefallen. Könnte vielleicht ein bisschen mehr Brust haben, aber hübsche Frau. Jedenfalls hat die Richterin sofort gecheckt, dass also ich das alles irgendwie lustig sehe, in den Dreck ziehe und der andere Anwalt übermotiviert ist und das beißt sich und ich verarsche die ja alle. Jedenfalls hat die dann die Strategie gefahren, die Richterin. Sie fragt jeden Einzelnen und es gibt kein Wortgefecht. Das hat sie sofort unterbunden. Also ganz strenges Regime, sodass also das dann nicht mehr ganz so lustig war. Jedenfalls hat dann meine Ex die ganze Scheiße wiederholt mit Sexsklaverei. Ach so, und übrigens sei ich auch noch schwul. Ja, das hat sie auch so im Schriftstück nochmal reingeschrieben. Das habe ich dann thematisiert, wie denn die Sexsklaverei mit meinem angeblichen Schuldasein zu vereinbaren sei. Da habe ich von der Gegenseite nichts gehört. Gar nichts. Ich habe das dann der Richterin gezeigt, schon so, ich bin schwul.
Oder soll ich sein? Ich weiß es nicht. Aber wie kann denn ein Schwuler eine Ehefrau als Sexsklave halten? Also irgendwie geht das bei mir als intelligenter Mensch nicht in meinen Schädel rein. Ja, das war der Richterin selbst auch so viel. Es hat die auch so ein bisschen abgewürgt. Jedenfalls war das Urteil ganz interessant in der ersten Instanz. In Österreich gab es damals noch die Schuldfrage. Ob es sie heute gibt, weiß ich nicht. Ich bin unschuldig. Und weil ich unschuldig bin, gibt es keinen Unterhalt. Wow! Wow! Da war ich ja platt. Da dachte ich mir, hey, zum ersten Mal habe ich einen Sieg eingefangen. Aber das war nur so ein Pyrrhus-Sieg, denn die Gegenseite ist in die nächsthöhere Instanz gegangen, nach Feldkirch. Und das natürlich Anwaltspflichten, da ich keinen Anwalt habe und ich auch keine Kohle für einen Anwalt rauswerfe, lieber fahre ich in den Urlaub, kam dann in der nächsthöheren Instanz raus, ja, der Herr Bronnig ist zwar unschuldig, aber er muss trotzdem Unterhalt bezahlen. Widerspricht zwar dem Gesetz, aber diese Oberrichterin, die hat da so einen ganz tollen Spagat gemacht und mir war es egal. Ende vom Lied ist, ich habe gar nichts bezahlt und gepfändet hat mich auch keiner, weil die Alte ja weiß, bin ich viel zu schlau für. Ja? Also, was willst du beim Lohn von 830 Euro netto, der in Teilzeit arbeitet? Was willst du pfänden? Nackten Mann in die Hosentaschen greifen? Ja, das funktioniert halt nicht. Ihr seht jetzt so ein bisschen so das Wesen der Frau. Spannend war noch meine zweite Ehe. Da hatte ich einen Ehevertrag gehabt. Und meine Ehefrau ist nach einem halben Jahr ausgezogen mit der Bemerkung, ich bin doch ein Arschloch. Na, jedenfalls hatte ihre Anwältin geschrieben, dass sie Trennungsunterhalt will, bla bla bla, habe ich alles weggeworfen. Ja, gibt ja den Ehevertrag, schließt völlig aus. Und ein Freund von mir ist Anwalt und da habe ich den gefragt, du, wie sieht's aus, hast du Bock? Ja, scheiß auf so einen Kack, habe ich keinen Bock, sagte er. Gehst du alleine hin? Und wenn der Richter fragt, wo der Anwalt ist, sagst du, ja, der ist im Stau, der kommt vielleicht später oder gar nicht und das Thema ist durch. Und dann verweist du auf den Ehevertrag und den kannst du auch vorlesen und gut ist, ja, gesagt, getan, ins Gericht rein. Meine Ex, ja, haben alle immer Akten mit, ich habe immer nichts mit, ja, außer eben diese 5 Seiten Ehevertrag, ja. Da sind wir da rein und die gegnerische Anwältin, ja gleich hier, der hat keinen Trennungsunterhalt bezahlt und bla 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 und bla bla bla. Und der Richter ganz cool, Herr Bräunig, wo ist denn Ihr Anwalt? Ja, der ist im Stau, vielleicht kommt er gleich oder später oder gar nicht, keine Ahnung. Ja, da müssen Sie anbocken, alles klar. Herr Richter, darf ich zitieren aus dem Ehevertrag, notariell beglaubigt, Form bla bla bla, vorgelesen, Richterkopie gegeben, sagte der, gibt nichts. Der war ziemlich cool drauf. Ja, gibt nichts. Ja, und nachehelicher Unterhalt, habe ich wieder zitiert, gibt auch nichts. Letzte Waffe, ja, da hat Herr Bräunig aber so viel Geld verdient, wäre es ja eigentlich ganz gut, wenn er die hälftigen Anwaltskosten bezahlt, sprich Ihre Anwaltskosten, die Hälfte. Der Richter, Herr Bräunig, wollen Sie das? Nö, will ich nicht. Also, sehen Sie, gibt auch nichts. Gibt es noch weitere Fragen? Zack, ausgeschieden. Das Ding dauerte keine 5 Minuten, war das Thema erledigt. Also der Richter war ziemlich cool gewesen. Dank Ehevertrag kam ich aus der zweiten Ehe wunderbar raus. Ja, bei der ersten Ehe, da war ich noch blauäugig. Ja, da habe ich, es war noch zu D-Mark-Zeiten gewesen, da habe ich meiner Ex-Ehefrau noch 30.000 Mark nachgeworfen. Sie durfte in der Wohnung bleiben, ihr Auto durfte sie behalten. Da war ich noch unbedarft und nachdem ich da gerupft worden bin bei der ersten Ehe, habe ich dann für die zweite und dritte Ehe ja dazugelernt. Unterhaltsbrenner wurde ich ja durch meine Ex-Freundin mit den 2 Kindern. Also mir war ja klar gewesen, wenn du für Kinder bezahlen musst und da ist noch eine Frau dabei, was ja zwangsläufig immer so ist, zahlst du dich blutig. Du bist für den Rest des Lebens immer unterm Pfändungsfreibetrag. So, wer das weiß, der richtet sich danach aus, der sagt sich, ciao, ciao, Kakao, ich hau mal ab für ein paar Jahre, ich versuche irgendwo anders mein Glück, ansonsten Arsch lecken. Und dann sucht man nach Möglichkeiten, wie man irgendwie
so halbwegs drumherum kommt. Natürlich gibt es dann auch mal ein paar Strafanzeigen wegen Unterhaltspflichtverletzung. Habe ich ja auch gehabt. Aber letztlich wurden die auch alle abgeschmettert. Also, was will die Staatsanwaltschaft sehen? Ja, die will eine Vermögensauskunft, die wollen deine Lohnabrechnung, bomb, das gucken sie sich an. Dann machen sie noch einen Kontenabgleich, suchen alle Konten, die du irgendwie mal gehabt hast oder hast, ja. Und das stellen sie fest, du, da ist ja auch nichts. Und dann wird der Deckel zugemacht, denn so mehr Bock haben die auch nicht. Ja, es gibt irgendwo einige Städte, Gemeinde, Bundesländer, wo es schon mal eine Hausdurchsuchung gibt, weil ja alle glauben, der Unterhaltspflichtige, der wird immer über Nacht reich. Das ist einfach so. Eins ist klar, wer daran glaubt, wenn eine Frau sagt, ich würde dich ja niemals wegen Unterhalt verklagen, das ist Schwachsinn. Das macht jede Frau. Also egal wie, ob sie geht oder du gehst oder wie auch immer, du wirst immer verklagt auf Unterhalt. Ich rede auch immer von der Mehrheit. Natürlich gibt es immer hier und da eine Ausnahme, das ist ja klar, aber in der Regel wirst du verklagt. Die Weiber sagen ja auch immer, ja, ich verdiene mein eigenes Geld, ich brauche das Geld von fremden Männern oder von einem Mann nicht oder von meinem Mann nicht. Ja, stimmt ja auch nicht. Der Ehemann zahlt die ganze Zeche, ja. Natürlich die paar Flocken, die die Frau verdienen, kann sie meistens selbst behalten. Und deswegen sagen die ja, ich verdiene mein eigenes Geld, ist ja kein Problem. Wenn aber genau diese Frauen alleine sind, dann reicht die Kohle eben nicht aus. Auto, Wohnung, Versicherung, was weiß ich für ein Scheiß. Da bleibt unterm Strich nicht mehr viel übrig. Eine Frau mit ihrem, ich sag mal, kleinen, mittleren Job, hochqualifiziert sind sie ja nicht, da kommt nichts bei rum. Deswegen verwundert es mich eigentlich, dass die Frauen ja, selbst die älteren Frauen, immer noch auf dieser Position stehen. Ja, der Mann muss sich bei mir bewerben. Ich habe ja im Urlaub, müsst ihr mal gucken, in einem anderen Video, da ist mir so eine Gleichaltrige ja nachgedackelt. Also schon wie ein Hündchen. Die wollte unbedingt mit in meinem Zimmer und ich habe sie halt, nee, will ich nicht. Und jetzt mal ehrlich, ne? Beim alten Fahrrad, was quietscht und ne, wo alles zerbeult ist, da wird der Papa nicht mehr geil. Geil werde ich maximal 40 Jahre gut aussehend. Also das Alter ist nicht nur entscheidend, also unter 40 muss auf jeden Fall sein, aber gut aussehend. Sonst bringt das nichts. Warum soll ich mich, ja, ich sag mal, mit der dritten Wahl beschäftigen? Ja, kein Bock. Und die Frauen wissen das ja eigentlich auch. Ne? Die Frauen sagen ja selbst von sich, ja, mit über 50 sieht es eben sehr, sehr schwer aus, einen Mann zu kriegen. Ja, weil die alten Säcke die jungen Dinger haben wollen. Die sagen sich, du, bevor ich einen Euro für eine alte Frau ausgebe, gebe ich 1,50 € für eine junge Frau aus. So einfach ist das im Leben. Ja, das war mal so ein kleiner Abriss über meine ganzen Ehedinger. Also ihr seht, Das sehe ich relativ locker. Ja, die Frauen sind gegangen und ja, ist mir egal. Übrigens, zwei wollten ja wieder zurück. Ja, also von den drei Ehefreunden meiner Ex-Freundin mit den zwei Kindern wollten ja zwei wieder zurück. Habe ich nicht gemacht. Ich habe es doch gehabt. Warum soll ich sie zurücknehmen, wenn sie dann vorher freiwillig gegangen sind? Haben sie dann gemerkt, wie böse und rau die Welt da ist? Ja, wie schwierig das ist, wieder einen neuen Typen zu kriegen? Ich habe gesagt, nee, jetzt weiter weg und bleib doch weg und ich bin wieder offen für eine neue Liebe, ja. Aber ich muss dazu sagen, nachdem ich ja nun drei Ehen verschlissen habe, sehe ich es heute so, ja, mit einer Frau zusammenziehen, da muss schon vieles passen, nämlich das Aussehen und das Alter. Jetzt sagt ihr, ja, Aussehen ist ja nicht alles. 80% Aussehen, 20%, ich sag mal, Vergnügen, ja, körperliches Vergnügen, gegenseitiges
okay, liegt dann vielleicht bei mir, anstatt wo sie sagt, naja gut, so ein alter Sack muss ich halt ertragen. Und ich sage, Gott, so ein junges Häschen mit so einem Körper, wie geil ist das denn? Den Körper könnte ich jeden Tag auseinandernehmen. Ja, so denken Männer halt. Wir gucken ja nicht nach der Bildung, wenn wir eine Frau sehen. Wir ergötzen uns an der Schönheit, der Rest ist ja scheißegal. Also wenn der Sex passt, Essen ist geil, sie sieht geil aus, sie ist ein bisschen ordentlich, ist doch ihr Job, ist doch völlig belanglos. Natürlich, wenn man zusammen wohnt, muss man sich ein bisschen verstehen, aber es kann nicht sein, dass die Frau mich bestimmen will. Und da liegt der Kern der Sache. Alle Frauen wollten mich irgendwie leiten, lenken und bestimmen. Und das funktioniert bei mir nicht, weil ich darauf keinen Bock habe. Ich bin ich. Ich gehe arbeiten, ich gehe dort arbeiten, wo ich Bock habe. Ich arbeite so lange, wie ich will. Wenn ich keinen Bock zum Arbeiten habe, ist das eben so. Und Schnauze. Wenn die Alte irgendwie was will, ja, soll sie mit dem Spiegel reden, ihre Mutter anrufen, keine Ahnung. Mich interessiert das relativ wenig, wenn es um Ratschläge für mich geht, was ich alles machen soll. Und ich mache es garantiert nicht. Das ist auch der Grund, dass die Weiber weg sind. Ich habe meine Eigenständigkeit bewahrt. Und nur wenige Frauen beherrschen dieses Klavier, den Mann einfach ja, zufrieden zu lassen. Der soll auch mal sein Ding machen mit seinen Kumpels und wie auch immer. Der soll studieren, arbeiten gehen. Und da bleibt natürlich auch Zeit für die Frau bei übrig, das ist ja klar. Und die Frau freut sich vielleicht auch, wenn sie mit ihren Freundinnen im Café sitzen und keine Ahnung, Windbeutel in sich reinstopfen und immer fetter werden, ja, wie auch immer, ja. Aber man muss ja nicht jede Sekunde zusammenklucken. Also mich hat das immer genervt. Ich brauche so ein bisschen meinen Freigang, so würde ich das mal sagen, ja. Und ich richte mich nicht nach der Frau. Jeder Mann, der das tut, ist auf der Verliererspur. Das ist einfach so. Jeder Mann, der die Frau in seinen Mittelpunkt rückt von seinem Leben, hat verloren. Der ist ja gar nicht mehr wertneutral. Der ist ja bloß noch ein Hündchen und ein Diener für die Frau. Und die Frau, die langweilt sich ja, wenn sie so einen Waschlappen hat, ja. Hat sie aber einen Mann, der ein bisschen was bewegt, ja, ich sag mal, ein bisschen was darstellt und so weiter. Da kann eine Frau ja auch stolz sein. Aber die Masse der Frauen denken nur an sich selbst, haben ein Eigeninteresse und der Mann muss halt springen und sporten und wie auch immer. Und das habe ich jedenfalls nie gemacht. Deswegen sind die Frauen auch gegangen, in Herrgotts Namen. Ja, mich hat es jetzt nicht so groß aus der Bahn geworfen. Ich habe immer eine Lösung für mich gefunden, weil ich lösungsorientiert bin. Das ist das Wichtige. Wie das andere tun, ist mir herzlich egal. Ich kann noch keine Ratschläge geben. Ich kann immer nur so ein bisschen berichten, ja, wie ich das mache. Also zum Beispiel ohne Anwalt zu Gericht gehen. Ja, sicher. Ist doch scheißegal. A, von mir gibt es sowieso nicht. B, verliere ich sowieso. Und von den gesparten Anwaltskosten fahre ich schön in Urlaub. Fertig. So einfach ist das. Und der Rest, mir egal. Was mir nie egal ist, ist meine Bildung, ist meine Arbeit, auch wenn ich in Teilzeit arbeite und so weiter. Arbeit muss Spaß machen, das ist ja klar. Und alles andere ergibt sich von alleine. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Spaß daran gehabt. Ich habe mal so einen kleinen Abriss gegeben, ja, von meinem Leben, von meiner Ehe oder Ehen. Es sind wir ja nun drei gewesen. Also ich bin da immer relativ gescheit rausgekommen, weil ich einfach nicht das gemacht habe, was die anderen wollen und wollten. So einfach ist das im Leben. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Morgen ist ja Freitag, der letzte Arbeitstag vor dem Wochenende. Ja, macht nicht so lange und dann geht schön um 13 Uhr mal in die Kneipe. In diesem Sinne wünsche ich nochmals alles Gute und viel Gesundheit.